Lasst uns nochmal gemeinsam auf die Indizes schauen, denn es ist doch spannend, ob die sich jetzt noch einmal fortbewegen nach oben, ob sie das Ganze noch jetzt direkt verlängern oder ob sie diese Kurve nach unten eben nochmal hinbekommen oder jetzt schon hinbekommen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, deshalb gehe ich da in der Tiefe gar nicht mehr rein. Ab sofort, theoretisch, aber gerne beim DAX auch noch mal ein bisschen höher. Und wir sehen immerhin eine Entwicklung beim DAX, die heute doch sehr korrektiv war. Das heißt, wenn ich mir diese Bewegung angucke, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass wir beim Bruch dieser Zwischenhochmarken sogar dann nochmal so diesen letzten Schwung nach oben dann nochmal angreifen. Ich sage jetzt mal so ganz grob in der Geschichte: hier vorne haben wir sowas wie die 1, 2, 3, 4, 5, dann haben wir hier eine große Korrektur. Was auch immer groß in dem Zusammenhang bedeutet, die ist noch größer und dann die Geschichte. Also ihr seht, so ein Bruch der Zwischenhochmarke hier wäre vielleicht dafür gar nicht so schlecht. Beim Index ist die ungefähr bei, wo haben wir es? 15.727, nicht ganz genau jetzt geguckt, aber. Hier ungefähr auf dem hoch, was wir da haben, das wäre durchaus denkbar. Nichtsdestotrotz natürlich insgesamt täte es gut, wenn der Kurs mehr in eine Korrektur käme. Die muss ja nicht riesig sein, muss ja nicht dramatisch, muss auch nicht schnell sein, aber eben Korrektur, um dann im Nachgang dann eben die Fortsetzung wieder fortzuschreiten hier nach oben. Also immer noch bullisches Bild. Wenn auch diese, dieser Rücksetzer nicht ganz unrealistisch ist. Wollen wir heute mal die Amerikaner ein bisschen genauer angucken? Da gibt es zwar auch nicht jetzt so viele Unterschiede festzustellen, aber im Detail dann doch. Und für all diejenigen, die jetzt in den Abendstunden nochmal den amerikanischen Markt sehr stark in den Fokus eben ziehen. Klar, Deutschland ist rum für heute. Allerdings, hier geht ja der Punk noch ab und der geht aktuell seit heute Mittag nach oben. Also, es sieht ein wenig danach aus, als ob das, was wir hier haben, tatsächlich erst nochmal die, na, zumindest mal eine Korrektur war. Auch hier seht ihr, ich mache das nochmal so zum Augentraining, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mein Lieblingstrade ist, aber dass man einfach das nochmal so sieht, wenn man, wenn man diese klare Unterscheidung hat. Hier hatte ich das nicht. Da muss ich gestehen, finde ich das auch doof. Aber wenn ihr eine Bewegung habt, die wie diese doch sehr einförmig runter ist, anschließend sehr wackelig nach oben, dieses typische Trennkanalverhalten und dann eben die Fortsetzung nach unten, das ist ein Klassiker und äh, hat sich hier ebenfalls bewährt. Wie gesagt, ob man das jetzt unbedingt gehandelt hat, ist eine andere Geschichte. Aber um das Auge auf genau diese Situation zu schulen, und ich zoome nochmal weiter ran, für diejenigen, die kürzerfristig ja heute Nachmittag mit dran waren, die haben wahrscheinlich dann natürlich auch wahrgenommen, eine Bewegung, die relativ zügig nach oben gelaufen ist, anschließend so eine A, B, C. Das Ganze auch noch per se, auch intern hier sehr, sehr korrektiv. Also, entsprechend die Fortsetzung nach oben ist das Gebot der Stunde gewesen. Also, als Augentraining nehmen wir das Ganze mal, um das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ja, dementsprechend die Bewegung nach oben, gerade noch eben nicht überlappend. Das ist äh, zumindest mal ein einigermaßen gutes Zeichen, dass die Bullen zumindest mal hier aktuell gar nicht so schlecht drauf zu sein scheinen. Und ihr könnt erahnen, wenn ich so einen Fünfweller sehe, sowas hier in der Richtung, was wir hier haben dann würde ich mich nicht wundern, wenn wir nach der nächsten normalen typischen Korrektur, das ist jetzt für die Intraday Trader heute interessant, Fibonacci-Anzeigen vom tiefsten Punkt, also Startpunkt hier unten runter 35390 ungefähr hier auf dem Future gesehen, bis zum höchsten Punkt. Im Moment ist das dieser Punkt jetzt hier, das kann sein, dass sich das gleich noch ändert, dass er noch ein bisschen höher läuft, aber anschließend dann ein Rücksetzer hier, der dann uns wieder in diese Kiste eben reinbringt. Um dann was zu bekommen. Naja, ihr wisst es, ihr erahnt es, diese Fortsetzung hier nach oben. Also für all die Intraday-Trader, das vielleicht noch mal eine Chance, heute im Laufe des Nachmittags hier ein bisschen ähm, ja, den nächsten Schub nach oben mitzubringen, wenn der Kurs jetzt hier wackerlich eben runterkommt. Ihr seht es, ich habe es jetzt mehrere Beispiele gezeigt. Wenn es irgendwie so, merkt euch immer so dieses A, B, C. Das ist so ein Klassiker, A, B, C oder wackelig. Das ist äh, wackelig ist immer, wenn es so mehrfach wackelt. Also es gibt, kann auch sein, dass das eben quasi nicht so runterkommt, sondern irgendwie so. Das gibt es auch immer wieder. Aber beides ist halt sehr, sehr korrektiv anmutend und würde anschließend erwarten, dass die Bewegung nach oben ist. Also gar nicht so schlecht die Bedingung. Ich habe es beim DAX gesagt, ich habe es beim Dow Jones gesagt und auch wenn wir hier jetzt auf den SP 500, in dem Fall hier den Future gucken, dann sehen wir auch dieser Markt sehr, sehr zügig nach oben aktuell. Wartet mal drauf, bis der wieder irgendwelche Rücksetzer macht. Das kann ABC sein, so ABC, irgendwie was. Manchmal sieht man das deutlicher, manchmal muss man genauer hingucken, um diese ABC-Struktur zu sehen. Aber wenn er die nachher hier schön hinbekommt und was heißt schön hinbekommt, wenn das Ganze, je nachdem, wo das Hoch dann nachher sein wird, das Ganze dann eben in diese Kiste reinfällt, nimmt Fibonacci zur Hilfe. Nicht mit dem Hinweis, genau an dieser Marke dreht er. Einige glauben tatsächlich, da liegt die 38er, da dreht der Kurs. Das ist natürlich Tönef. Es geht nur darum, dass wir ungefähr sehen, an welcher, in welcher Zone, wie weit sind wir rein, damit wir das unterscheiden können. Dieser Rücksetzer, der kann auch nach oben leiten, aber das ist nicht die vollständige Korrektur dieser Geschichte. Das heißt, die vollständige Korrektur käme dann eben noch zu einem späteren Zeitpunkt und dann geht das entsprechend weiter. Das wäre eigentlich so dieses Bild, was ich am, am ehesten ähm, hier äh, erwarten würde. Also im Moment, solange wir nicht irgendwo einen Schub nach unten kriegen. Und das ist nicht schlimm. Viele sagen, ja klar, wenn es einen Schub runter geht, dann nicht mehr long. Wir gehen ja auch nicht jetzt pauschal einfach blindlings sondern nur wenn er wackelig runtergeht und das triggert, beispielsweise. Und wenn er im Schub runtergeht, ja, dann würden wir natürlich umgekehrt auf diese Richtung warten. Genauso, wenn hier ein Schub ist und es geht wackelig hoch, dass wohl die Fortsetzung eher noch die relevante Richtung eben ist. So, also insofern, das sind sich alle Indizes einig, bis auf der NASDAQ. Oder wie sieht es dort aus? Der Nasdaq 100 Future jetzt hier in dem Fall, das ist natürlich für all diejenigen, die das Ganze mit dem CFD umsetzen, genau das Gleiche. Ähm, da haben wir eine Aufwärtsbewegung, die ähm, ja das zeigt, was wir häufig mit zum so Ending der Original andeuten. Das sind diese äh, Rücksetzer, wenn sich die mehren, wenn die steiler werden, das ist auch häufig ein Zeichen. Und ihr seht ja hier steiler Rücksetzer, hier steiler Rücksetzer. Klar, der Markt hat sich immer wieder irgendwie erholt. Ja, er hat hier Feine Hochs, Fallene Tiefs. Insgesamt würde man wohl sagen, das ist wieder A, B, C. Wenn er dann eher auf der Oberseite bricht, dann ist es wohl eher die Long-Richtung. Insofern, jawohl, auch hier gilt die Long-Richtung, aber das Ganze fängt an, so ein bisschen in die Endphase eben zu gehen. Das heißt, solange es noch wackelig runtergeht, kann man ja noch mal gucken, ob man nachtreten kann im kleinen Bereich. Kein Thema, aber wir müssen mehr und mehr damit rechnen, dass der Kurs jetzt dann mal sagt, so jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt machen wir einfach mal wieder die nächste Korrektur hier. Das wäre ja auch kein Drama, wenn der Kurs so ein bisschen Korrektur macht, kann es dann nachher ja durchaus weiter hochgehen, aber rechnet damit. Das heißt, achtet hier auf den, den kleinen, Kram hier und wenn ihr sagt, ich handle nicht fünf Minuten, es geht nicht zwingend darum, fünf Minuten zu handeln. Es geht darum, fünf Minuten zu sehen. Und dann kann man ja auch im größeren Bild handeln, wenn man sagt, ah, das Bild passt hier noch, die Bewegungsrichtung ist hier entsprechend ähnlich aufgestellt. Also gute Aussichten. Auf jeden Fall, aber in allen Fällen eher so das Ende dieser Aufwärtsbewegung und damit meine ich nicht jetzt generell und für immer, sondern danach kommt eine Pause, die muss auch nicht riesig groß sein, aber wir müssen im Rechnen, dass es dann mal von mir aus ein paar hundert Punkte mal wieder nach unten geht. Das ist alles ohne Drama, im Gegenteil, bietet sogar Möglichkeiten, vielleicht, wenn wir hier ein Cluster haben, da unten oder eben an gegebenen Zwischenhochs dann entsprechend einzusteigen. Soweit mal das Update zu den Indizes am Nachmittag. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, sage ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.